Heute haben wir mal so einen richtig geilen Nachtisch gemacht, der richtig schnell geht. Und zwar haben wir French Toast gemacht mit einer Chili-Schokosoße. Und wie das geht und wie ihr das auch so ruckzuck macht wie ich, seht ihr jetzt. Mit hier fangen wir an. Und zwar brauchen wir zwei Öffs, einfach in eine flache Schale rein. Dann haben wir hier 400 Milliliter Milch. Gibt man auch ungefähr dazu. Gucken wir erstmal, was hier alles vermischt ist. Und dann gehen wir her und legen da schon mal einfach unsere Brotscheiben rein. Können auch ruhig sich ein bisschen länger voll saugen wie nur ein paar Minuten. Umso voller sie sich saugen, umso saftiger sind sie nachher. So, dann gehen wir her, haben hier einen kleinen Topf mit ein bisschen Wasser. Darin haben wir Schokolade, 100 Gramm ungefähr. Dann haben wir 50 Gramm Sahne, die geben wir auch da hinzu. Und dann haben wir unsere restlichen 100 Milliliter Milch, da geben wir auch mal so alles einfach hinzu. Milliliter, dann haben wir hier unsere What the Food Spicy Sauce. Das ist ungefähr ein guter Teelöffel beziehungsweise ein schlechter Esslöffel. Kommt alles zusammen und dann wird es nämlich hier auf den Herd gestellt. Den langsam einschalten auf Stufe 1 oder 2. Und dann fängt an, die Schokolade zu schmilzen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns mal um unseren French Toast, der hier eingeweicht ist. So, haben wir eine große, schöne Pfanne. Die machen wir richtig warm. Kommt dann guter Klecks Butter rein, schön auflösen und dann kann man schon die French Toast Sticks schon direkt in die Pfanne packen. So, und jetzt beim French Toast das Wichtigste, dass man ihm Zeit gibt. Wenn man den einfach zu schnell backt, dann ist er in der Mitte noch ein bisschen flüssig und außen nicht mal richtig schön durchgebräunt. Deswegen muss man da einfach ein bisschen dabei bleiben und ihn einfach auf langsamerer Stufe, auf kleiner Stufe langsam backen lassen, genau. Und dann haben wir hier was vorbereitet, das ist für nachher dann, für unseren French Toast Sticks, dass wir die bisschen, so noch ein bisschen einen Crunch von außen kriegen, sage ich jetzt mal. Da haben wir hier braunen Zucker, weißen Zucker, bisschen Zimt und dann gebe ich hier noch ein ganz kleines bisschen Muskatnuss dazu. Also vielleicht 5-6 Mal hoch und runter. Okay. Hab schon verstanden, 5-6 Mal hoch und runter. Kann man auch falsch verstehen. Und dann nehmen wir uns einen Löffel, mischen uns das schön durch hier. Kann man auch so machen, brauchen wir keinen Löffel. So, wir haben jetzt die French Toast Sticks. Hier auf jeder Seite, sage ich mal, so ungefähr 7-8 Minuten quasi gebraten. Und dann tun wir sie jetzt in unserer Zucker-Zimt-Mischung richtig durchschwenken. Wir haben ja das Ei nicht gesüßt oder so, deswegen darf das jetzt hier nämlich auch ein bisschen dicker drauf. Das ist nämlich genau Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und das hier, das ist so ein Teller, der kommt einfach in die Mitte auf den Tisch und dann darf sich da jeder mal ein Fetz wegnehmen. Gerade wenn man mal spontan Besuch kriegt. Also ein Toastbrot, ein altes und ein bisschen Zimtzucker. Das hat man doch meistens eh zu Hause. Bei der Schokoladensoße, ja. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ehrlich gesagt. Kann man auch Nutella nehmen, genau, perfekt. Nutella. Da Multifunktionsschokoladensoße. Passt immer. Wenn jemand da Bock drauf hat, ein anderes Topping zu nehmen, darf er das gerne machen. Also, man ist ja nicht gezwungen, Zimt und Zucker zu machen. Der Effekt ist halt einfach bei dem braunen Zucker, der ist halt dadurch, dass er so grob ist, kriegt man da halt einen schönen Knack dadurch. Die sehen geil aus, die Teile. So, und jetzt probieren wir das Ganze mal. Ich mache hier so ein Fetz raus.
Mm. Es ist richtig heiß, aber es ist richtig geil. Es ist weder zu süß, noch ist es zu salzig. Zu salzig. Es ist richtig geil. Es ist weder zu süß, noch ist es irgendwie auch die Schokolade. Bringt da auch so eine gewisse Bitterkeit rein. Und tut es alles auch noch mal ein bisschen, ja, runterziehen. Vom Geschmack her, dass es nicht einfach so eine extreme Süße hat. Aber das ist, ich sage immer dazu, das ist der deutsche Churro, ist das. Ist ja Tim Zucker, bisschen was Art Frittiertes, Schokosauce dazu. Also warum man das eigentlich in deutschen Restaurants nicht kriegt, French Toast, verstehe ich nicht. Lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar, kocht es gerne nach. Gebt mir Bescheid, wie es bei euch war. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit und wir hauen uns das Ding rein und dann noch einen schönen Tag. Ne? Bye, bye.